Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich diese niedliche Kuh mit Buntstiften gezeichnet habe. Die Fotovorlage habe ich von Pexels heruntergeladen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr mitzeichnen wollt. Also schnappt euch eure Malsachen, macht euch einen Tee und los geht's. Zu Beginn kommt natürlich die Vorzeichnung. Die habe ich in diesem Fall mit einem Druckbleistift gemacht, mit der Stärke HB, also relativ hell. Das empfiehlt sich auch eigentlich immer, erstmal einen harten Bleistift zu nutzen, da die Vorzeichnung dann einfach heller bleibt. Solltet ihr gerade keinen harten Bleistift zur Hand haben, dann nehmt den, den ihr habt, drückt einfach nicht fester auf und mit einem Knetradierer lässt sich die Vorzeichnung dann auch wieder aufhellen. Bei den Vorzeichnungen gehe ich eigentlich immer recht ähnlich vor. Ich versuche erst grob, ganz leicht die Umrisse zu zeichnen und dann Stück für Stück die Details einzuzeichnen und die Umrisse nochmal zu verfeinern. Danach habe ich so ein Nail Art Tool genommen, um die feinen weißen Härchen, die die Kuh hat, vor allem um die Augen und am Maul, vorzuritzen in das Papier. Das macht es einfach einfacher, als die Härchen alle einzeln zu zeichnen. Die Kuh sollte einfach nur so eine kleine Übung für mich sein und ist kein Auftrag. Deshalb wollte ich nicht ganz so viel Zeit da reinstecken und da hilft dieses Tool doch sehr. Weitergemacht habe ich dann mit einem dunklen Stift, mit dem ich die Augen und die Nasenlöcher einfach schon mal etwas verdunkelt habe, damit ich etwas mehr Orientierung auf dem Bild habe. Da die Nase so prägnant im Vordergrund ist, habe ich dann angefangen, diese zuerst auszuarbeiten. Das ist einfach die größte und auffälligste Fläche des Bildes und die sollte einfach besonders auffallen. Die Nase habe ich als erstes mit so einem ganz hellen Rosa grundiert und anschließend mit dunkleren Rosatönen und Grautönen einige Details und Schatten eingezeichnet. Die Nase hat, wie man auf dem Foto gut erkennen kann, total viele Details und Strukturen und kleine Flecken, die ich einfach Stück für Stück immer mehr ausgearbeitet habe. Um mir etwas mehr Orientierung zu bieten, habe ich zwischendurch noch die Linie des Mundes etwas dunkler gemacht und die Nasenlöcher noch mehr verdunkelt und anschließend mit dem gleichen dunklen Stift die Flecken auf der Nase eingezeichnet. Grundsätzlich kann man hier ganz gut sehen, dass ich beim Buntstiftzeichnen immer sehr viel in Schichten arbeite. Erst grundiere ich mit einer hellen Farbe und dann gehe ich mit den dunkleren immer noch mehr drüber und baue so ein bisschen mehr Tiefe auf. Stück für Stück werden dann mit den dunkleren Stiften die Details eingezeichnet. Weiter ging es dann oben links mit dem Ohr. Ich habe es auch hier erstmal wieder in einem hellen Grau grundiert und dann mit einem dunklen Grau und dem schwarzen Stift die Fellstruktur eingezeichnet. Anschließend habe ich am linken Auge angefangen, das Fell einzuzeichnen. Ich habe hier gar nicht versucht, die einzelnen Haare wirklich zu zeichnen. Es sollte, wie gesagt, einfach nur so eine schnelle Skizze sein. Und deshalb sehen die Fellstriche etwas grober aus als normalerweise. Aber das war einfach so der Stil, für den ich mich entschieden hatte. Ich habe absichtlich von oben links nach rechts gearbeitet, weil ich als Rechtshänder dann einfach möglichst wenig über dem schon gemalten Bereich liege. Das hilft, damit man das Bild und das schon Gezeichnete nicht verwischt. Man verhindert so, dass man Flecken an der Hand und auf dem Papier hat. Und sonst hat man schon mal die Gefahr, dass man Details verwischt und diese neu zeichnen muss. So arbeite ich mich Stück für Stück immer weiter durch. Erst markiere ich die dunkleren Stellen mit einem etwas helleren Stift und grundiere diese damit und nehme dann immer Stück für Stück dunklere Stifte, mit denen ich Tiefe in das Bild bringe und mehr Details einzeichne. Bei dem Fell achte ich darauf, dass ich immer in die Fellrichtung zeichne, so
dass die Fellwirbel zu erkennen sind und einfach die richtige Fellstruktur zu sehen ist. Bei dem Körper der Kuh habe ich eigentlich nur noch die wichtigsten Details eingezeichnet, wie die Flecken und die Schatten. Die Fellstruktur habe ich fast komplett weggelassen, da ich einfach wollte, dass die Nase und der struppige Kopf mehr auffällt und das dann so einen guten Kontrast bietet. Zum Schluss habe ich dann das rechte Ohr im gleichen Prinzip auch aufgebaut. Erst mit einem Grau grundiert, dann mit einem dunklen Grau und im Schwarz die Fellstruktur eingezeichnet und Tiefe reingebracht. Als die Details soweit stimmten, habe ich nochmal mit dem Schwarz überall, wo mir das Schwarz nicht dunkel genug vorkam, das Schwarz nochmal etwas vertieft. Das geht ganz gut, wenn man das Papier aus dem Block rausnimmt, auf einen harten Untergrund legt. Bei mir ist die Tischplatte hart genug und wenn der Stift dann schön spitz ist, dann wird das Schwarz auch richtig tief. Weil ich in meinen Bildern gerne etwas mehr Farbe habe, als es so natürlich wäre. Und ich es mag, wenn man im weißen und schwarzen Fell, wo sich das Umgebungslicht sowieso noch mehr widerspiegelt, habe ich mit einem blauen und einem cremefarben gelbenen Stift noch einige Lichtreflexe ins Fell eingezeichnet. Im weißen Fell sehr viel Blau und an den Schatten habe ich etwas gelbe Elemente eingebaut. Das lässt das Bild einfach noch etwas lebendiger und spannender wirken. Zu guter Letzt habe ich mich bei der kleinen Kuh auch dazu entschieden, noch einen Hintergrund zu skizzieren. Ich hatte überhaupt nicht vor, das großartig realistisch und super detailliert zu machen. Aber ich fand, irgendwie fehlte noch etwas und so habe ich mit einem einfachen Hellblau ohne viel verschiedene andere Farben ein paar Wolken und eben den blauen Himmel noch mit eingezeichnet. Und so kommt die Skizze dem originalen Foto auch noch etwas näher. Insgesamt habe ich in Echtzeit für das ganze Bild, also Vorzeichnung und Ausarbeitung, so um die 1,5 Stunden gebraucht. Zum Schluss habe ich natürlich das Bild noch unterschrieben und weil ich gerade ein paar Passepartout noch zur Hand hatte, habe ich das Passepartout um das Bild getan. Das schützt einfach das Bild ein bisschen, wenn ich es in eine Folie oder in einen Bilderrahmen packe. Und es lässt eigentlich jedes Bild immer noch etwas hochwertiger wirken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal!